fürs Testen von Essen bezahlt werden. Geht das überhaupt? Das ist eine Teiltätigkeit von Fachkräften für Lebensmitteltechnik. Fachkräfte für Lebensmitteltechnik sind für die industrielle Herstellung von Nahrungsmitteln wie Tiefkühlpizza und Fingerfood oder Erfrischungsgetränken zuständig. Sie prüfen die gelieferten Rohwaren wie Obst und Gemüse oder Fleisch und Fisch und bereiten diese für die Weiterverarbeitung vor, indem sie maschinell gereinigt und zerkleinert werden. Nach bestimmten Rezepturen mischen sie die Nahrungsmittel zusammen, um sie im Anschluss zu konservieren. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, die Produktionsanlagen zu überwachen und bei Störungen einzugreifen. Außerdem nehmen sie Proben und führen Geruchs- und Geschmackstests durch und lagern und verpacken die Ware. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Der durchschnittliche Verdienst im ersten Jahr beträgt 860 Euro, im zweiten Jahr 970 Euro und im dritten Jahr 1100 Euro. In diesem Beruf kannst du dich darauf einstellen, dass du im Schichtdienst arbeiten wirst und vor allem in Unternehmen der Lebensmittelindustrie eingesetzt wirst. Potenzielle Aufstiegsmöglichkeiten für dich wären Meisterin, Technikerin oder auch Technologin. Zusätzliche Infos hierzu findest du im Link in der Videobeschreibung. Die Ausbildung läuft dual ab. Demnach erlernst du den Beruf sowohl in der Berufsschule als auch im Betrieb. In der Schule setzt du dich im ersten Jahr damit auseinander, Lebensmittelinhaltsstoffe zu untersuchen und Lebensmittel zu lagern, vorzubehandeln und zu verpacken. Im zweiten Jahr lernst du, wie du Produktionsanlagen pflegst und wartest, Verpackungsprozesse steuerst, Lebensmittel konservierst, Getränke herstellst und wie du die Lebensmittelqualität prüfst. Mit dem Herstellen von verschiedenen Lebensmitteln und dem Planen der Produktionsentwicklung beschäftigst du dich im dritten Jahr. Im Betrieb wird dir außerdem gezeigt, wie du den Materialbedarf ermittelst, welche Verpackungstechnik du anwenden kannst und wie du Störungen im Produktionsprozess behebst. Die Zwischenprüfung absolvierst du am Ende des zweiten Ausbildungsjahres. Sie besteht aus 3 Arbeitsproben und einer schriftlichen Prüfung. Die Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung besteht aus 3 Arbeitsproben und 3 schriftlichen Prüfungsbereichen. Zudem musst du während der gesamten Ausbildungszeit ein Berichtsheft führen, das regelmäßig von deinen AusbilderInnen überprüft wird. Hast du alle Prüfungen bestanden, bist du staatlich anerkannte Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Um diese Berufsausbildung angehen zu können, benötigst du einen Realschulabschluss. Wie in den meisten Berufen der Lebensmittelbranche solltest du natürlich an Biologie und Chemie interessiert sein und ein gewisses technisches Verständnis mitbringen, um in dieser Ausbildung durchzustarten. Das ist wichtig für den Produktionsprozess, damit du immer eine genaue Ahnung von dem hast, was du da überhaupt tust. Sorgfalt, Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind sehr wichtig, da du dafür zuständig bist, dass die gesamte Herstellung reibungslos abläuft. Beobachtungsgabe und Auffassungsgabe spielen deshalb auch eine große Rolle. Alle zusammengefassten Infos findest du hier. Mehr Infos zum Beruf findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir der Beruf gefallen hat, schreib es uns gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch gerne ein Like und Abo da. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.